Heidi ho, meine Amigos, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reyes Arc PS4 Primitive Plus. Und auch ein herzliches Hallo an den DuckPro87. Jo, heute, also als erstmal, unser kleiner Kugeldino ist tot. Fragt mich nicht warum. Okay, und hier haben wir den Hirsch. Der ist irgendwie da reingekommen. Fragt mich auch nicht warum. Komisch. Wir machen auf jeden Fall mal eine kleine Spritztour, und zwar brauchen wir Zement. Deshalb habe ich jetzt die Nacht abgewartet und jetzt starten wir los. Und wir können nebenbei etwas quatschen. Und zwar, dieser Herr, der hier wohnt, hatte die Frage: Wie wäre es, wenn wir um das ganze Dorf eine Mauer ziehen, damit wir etwas sicherer wären von den Dinos, Angreifern und so weiter. An und für sich geile Idee, wäre mal ganz klasse, das in einer Gruppe zu besprechen. Aber ihr könnt auch gerne an die Realm-Server-Mitglieder in den Kommentaren ballern, was ihr davon halten würdet. Nächste Frage aus dem Kommentaren. Einer hat es noch nicht ganz begriffen, hat er geschrieben, wie man oder ob man oder warum man nicht auf den Server. Wo bin ich denn? Ja, wie man auf den Server kommt. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Damit man auf den Server kommt, muss erstens natürlich mal platzfrei sein auf dem Server. Und wir sind ja eigentlich rappelvoll. Aber wenn mal Platz frei wird, weil jemand geschmissen wird oder weil einfach einer nicht mehr mag oder sonst was und es ist wieder ein Platz frei, dann wird von uns, sprich Cloud, Bobby und mir und auch Manu und Uwe, ein bisschen in den Kommentaren nachgelesen, was die Leute so schreiben. Ja, es wird einfach alles berücksichtigt. Sei es Twitter, sei es YouTube, was die Leute so an Kommentaren rausballern. Ach nö. Was macht denn der Dicke da oben? Ach, der macht eh nichts. Ja, was die so an Kommentaren rausballern, die Leute, und... Hä? Ja. Und ja, einfach wie sie zu dem ganzen Projekt eigentlich mehr oder weniger stehen. Sprich, geben sie gute Tipps, wird nur Quatsch geschrieben, wird einfach so beobachtet, und dann kann man sagen, ja, du, der passt dazu, oder nee, der fragt nur, kann ich mitmachen. So läuft das ab, und ja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, drauf zu kommen. Eifrig in den Kommentaren zu schreiben und am besten das Ganze noch gut. Weil umso öfter ihr gute Kommentare abgebt, umso leichter merken wir auch euren Namen. Merken wir uns euren Namen. Oh. Ja. So läuft das. Dann gab es noch eine Frage. Da hat sich jemand eine Windmühle gebaut. Und er hat aber eigentlich gar keinen Tau, für was er die Windmühle braucht oder wie das Ganze abläuft. Ich weiß noch nicht, ob ich mir eine Windmühle anschaffe. Aber auf jeden Fall... Vielleicht kann ihm einer von euch weiterhelfen. Vielleicht habt ihr da schon Erfahrungen oder Ideen. Wäre mal ganz nice, wenn ihr den Menschen weiterhelfen könntet. Okay. Hat jetzt echt die Spinne diesen Radau geschlagen im Wasser? Alter, die Viecher werden immer noch verrückter. Okay. Hab mir mehr erwartet. Warum? Heute ist wieder irgendwas im Busch. Ich bekomme von... Ich mach dir nichts. Ich bin schon weg. Ja, brauchst nicht so schauen.
Von den ganzen Viechern irgend. Oh, was ist denn heute los? Irgendwie bekomme ich da nichts raus. Das bedeutet nichts Gutes, weil das ist normalerweise, bevor der Server abstürzt. Oder mein Internet sagt, nö, nö. Genug ist genug. Ja, ich brauche Zement. Also, wir kacken mal auf die Biber und holen uns ganz schnell Zement. Eins, zwei und Abmarsch. Abmarsch, Abmarsch. Ah, die Biber sind so asozial. Ah, da kommt ein zweiter. Die helfen zusammen. Diese Never Ending Party, den habe ich schon ausgeräumt. Ah, ja, ich weiß, man muss ihn ganz ausräumen, sonst zerlegt er sich nichts. Und sie werden nicht aufgefüllt. Ja. Da komme ich wieder, wenn ich Holz brauche. So, schauen wir mal runter. Was ist jetzt da unten los? Ja. Die flippen da unten aus. Das passt. Hey, der Controller reagiert halt so blöd. Der geht immer weiter, als ich will. Hm, komisch. Gut, wir nutzen nochmal die Chance. Oder schauen mal, ob wir eine Chance haben. Laufen hier vorbei. Vielleicht checken sie es nicht. Ja, bis jetzt geht es ganz gut. Oh, Leck. Und klauen uns hier auch noch den Zement raus. ich höre schon wieder was. Ich höre schon wieder was. Oh mein Gott. Er ist einfach so geil mit den Bibern. Macht mir Spaß. Schaut alle zwei wieder. Du hast unser Zement gestohlen. Ja. Warum nicht, ne? Ist mal was anderes. Nee, ich brauche den ganzen Zement und auch Holz und auch Stroh und auch Fasern und so weiter für unsere Baumhausplattform. Und das Ganze mal drei. Wenn nicht noch mehr. Also wir brauchen schon ordentlich Zement. Sprich, ich werde auch noch herkommen und die Biberdämme komplett auseinandernehmen, damit wieder was nachkommt. Wäre ja ziemlich blöd, wenn wir das so lassen würden und wir auch keine Zementquelle mehr haben. Okay, wir fliegen wieder zurück. Ich weiß, jemand in den Kommentaren hat auch gesagt, hey, mit den Schnitten, das ist voll nice. Mach das mal öfter. Ja. Ist so eine Sache mit Schnitten. Wenn man so oft schneidet, vergeht viel Zeit. Und ich meine jetzt nicht Zeit mit Bearbeiten, sondern Zeit in Arc. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese Strecke rausnehme, wo ich jetzt einfach quatsche und sinnlos fliege, wenn ich die rausschneide, dann kommen wir an und wir haben noch gut, weiß auch nicht, dann 8 Minuten und es ist Nacht. Und in der Nacht ist es dunkel. Das bedeutet, ich musste die Nacht wieder abwarten, damit ich wieder am Tag aufnehmen kann. Dieser Never-Ending Party. Okay. Und ja, die Kommentare mit den ganzen, die Obsidian-Spitzhacke, bla bla bla, alles super. Ja, habe ich bemerkt, mit der Obsidian-Spitzhacke bringt man einfach anderes Material aus dem Zeug raus. Er will auch nicht mehr so landen, wie ich das will. Aber wenn wir schon hier sind, dann holen wir uns etwas Eisen. Weil Eisen können wir immer gebrauchen. Was bekommen wir mit der Obsidian-Spitzhacke eigentlich aus einem ganz normalen Eisenblock? Eisenblock. Ja, mehr Limestone. Was? Was tut das? Ich hoffe es mal. Limestone brauchen wir nicht. Jetzt mal nicht. Ich wüsste auch jetzt gar nicht, was ich Limestone brauche. Also derzeit war es noch nie gefordert, aber sonst ich wüsste, wo ich Limestone herbekomme. Hau rein, hau rein, hau rein, Mann. Super. Ja, haben wir auch bald schon genug. Stein nehmen wir auch mit, weil Stein brauche ich auch noch en masse. Ich muss die ganze Umrandung noch mauern und da schön, ist sich schön ausgegangen. Und da brauche ich noch eben so, da brauche ich eben noch massig an Stein. Wäre jetzt ziemlich blöd, wenn ich den Stein wegschmeißen würde. Okay, wir müssen da runter. Wow. Struktur. Plopp. Ganz cool. Und ja, ich mache ja nebenbei jetzt das Ghost, also Wildlands. Und nö, ich lasse Ark nicht. Ich nehme nur ein Projekt dazu. Also bitte nicht traurig sein oder habt ihr euch zu früh gefreut? Je nachdem. Das bleibt mal so, wie es ist. Ja, ich weiß, was jetzt viele denken.
Viele denken jetzt an den Wahnsinnigen. Das bleibt alles, was jetzt. Ist egal. Okay, wir sind wieder zu Hause. Es ist alles schön friedlich bei uns. Ja, es ist wirklich schön friedlich bei uns. Fast schon zu friedlich. Außer, dass mein Kugel-Dino da weg war. Das verstehe ich überhaupt nicht. Da komme ich überhaupt nicht mit. Aber wir checken mal. Erstens, wir schmeißen mal das Eisen in die Schmiede. 97 Eisen. Das ist schön. Wir brauchen etwas Holz. Holz sollten wir eigentlich noch haben. Hoffe ich mal. Holz hat er nicht. Aber ich sehe, da unten ist der kleine Baum gewachsen. Juhu! Achso, ich habe das Eisen eh weggepackt. Oh, dachte ich schon, ich springe wieder runter und habe die Taschen voll. Okay, wir holen uns schnell Holz und machen uns etwas Eisen. Cool, ist sich auch wieder schön ausgegangen. Heute haben wir Glück mit dem Platz. Das ist mal ein Ding. Gut, ja, wir pulvern mal schnell das Eisen rein und dann schauen wir mal, was wir schon alles für unsere Plattform haben. Einmal geht das Tor nach innen auf, einmal nach außen. Keine Ahnung warum. Mich wundert es immer wieder. Manchmal geht es gar nicht zu, manchmal geht es zu und gleich wieder auf. Oh, heute leckt es wirklich hart. Okay. Ja, die Laterne brennt, die Lampe brennt, alles brennt. Wunderbar. Okay, einmal Holz und starten auf der Optionstaste. Optionstaste startet. Weil die Frage wieder kam. Gut, die Plattform. Wir schauen mal schnell, was wir an Zement haben. Ich habe ja da schon einiges gesammelt. Bam. Bam, und hier nochmal. Bam. Dann war das das. Okay, das schmeißen wir jetzt einfach in die Werkbank rein. Und nein, ich tue es nachher wieder raus, weil sonst habe ich nichts mehr drin. Und das interessiert mich absolut nicht. Limestone können wir auch reinschmeißen. Stein genauso. Wo brauchen wir ja auch. Holz schmeißen wir auch rein. Wir hätten eigentlich alles reinschmeißen können und einfach die Pfeile wieder rausnehmen. Wäre sinnvoller gewesen. Strukturen, Holz und die Plattform. Zement haben wir genug. Fasern haben wir genug. Eisen brauchen wir 200. Frage, wie viel Eisen haben wir? Wir haben. Hier mal nichts. Und hier? 54. Okay. 54 ist noch zu wenig. Was haben wir jetzt gesamt? Weil etwas an Eisen hatten wir doch drin, oder? Ne, 54. Uns fehlen noch 150 Eisen, das heißt 300 mal die Eisen-Nuggets da. Oder haben wir hier noch Eisen drin? Schnell checken. Stahl. Glas. Ich muss das rausnehmen, sonst ist es wieder weg. Keine gute Idee. Okay, ja. Nee, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ihr wisst schon. Das packen wir in den Kasten, der ist versperrt. Uah. Einmal Stahl, einmal Glas und ich würde sagen, wir könnten noch schnell etwas Eisen holen. Aber nicht mit dieser Spitzhacke. Nö. Nö, dann muss ich erst eine neue Spitzhacke machen und dann fliege ich Eisen holen, aber das kann ich auch zwischen den Aufnahmen machen. Da brauche ich euch jetzt nicht mitbelästigen. Gut. Nächste Folge werden wir wohl weiterbauen. Ich werde mal in der Zwischenzeit etwas an Material beschaffen, dass wir diese Wände rumziehen können. Und vielleicht habe ich auch das Material zusammen für die erste Plattform. Die wird wohl da oben sein, schätze ich mal. Oder hier oben. Oder hier oben. Werden wir sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari.
Ciao, ciao.